Für den globalen Sklavereiindex wurden heuer erstmals 162 Länder nach der Verbreitung von Sklaverei gereiht. Das Land, dessen Gesellschaft am stärksten vom Konzept der Leibeigenschaft durchdrungen ist, ist laut der Liste Mauretanien. Österreich ist auf Platz 150 der 162 untersuchten Staaten gelistet. Sklaverei ist der Status oder der Zustand einer Person, der ein Teil des oder das ganze Recht auf Selbstbestimmung genommen wurde. Ich hoffe, dass Sie jetzt nicht die falschen Erwartungen haben, dass dies jetzt ein sagen wir, historischer Sklavenroman wird oder ein ganz realistischer. Es ist ein bisschen ein fiktives Szenario, weil es eben um einen Supermarkt geht, der eigentlich angesiedelt ist in der Shopping City Süd, also in unserer Wiener Realität. Lars begann vor den etwa 20 Leuten seiner Gruppe mit der Einführung. Herzlich willkommen in der größten und schönsten Hymania-Filiale Europas. Mein Name ist Lars und ich komme aus Berlin in Deutschland. Wenn Sie sich jetzt fragen, Gott, wo ist der nicht tätowiert, dann sollten Sie mal meinen Vater sehen. Übrigens, er arbeitet im Kinderkino an der Popcornmaschine. Grüßen Sie ihn von mir. Ich werde Ihnen heute einige der strammsten Kerle zeigen, die Sie außerhalb eines Jungbauernkalenders je gesehen haben. Und Sie können sie sofort nach Hause oder zu Ihrem Projekt mitnehmen. Und wenn Sie jemand mit besonderen Fähigkeiten suchen, mein Wort darauf, wir haben ihn oder sie hier. Aber das ist noch nicht mal das Beste. Wissen Sie, die Werbung sagt uns ja andauernd, was uns alles fehlt. Vom Gürtel, der unseren Hintern trainiert, während wir vorm Fernseher sitzen und Chips essen, bis zum Raumspray, das automatisch zischt, wenn wir ein... Na, Sie wissen schon. Meine bescheidene Lebenserfahrung sagt mir aber, wirklich fehlen können einem nur drei Dinge. Geld, Gesundheit und Gesellschaft. Ein etwa 4 Meter breiter Gang führte durch die ganze Länge des dunklen, fensterlosen Hauses. In seiner Mitte wurde er von einem Gang in einem Winkel von 90 Grad gekreuzt. An allen Seiten des Gangs schlossen die Schaufenster an, aus denen helles Licht fiel. Die Auslagen waren alle 3 Meter durch undurchsichtige Trennwände abgeteilt, sodass man auf dieser Ebene den Inhalt von etwa 30 Boxen begutachten konnte. In jeder befand sich ein Mann aus Fleisch und Blut, atmend, in Bewegung, Zuschauer fixierend, nachdenkend, lächelnd oder sich attraktiv in Stellung bringend. Fast alle trugen sie Arbeitsmontur. Es waren sehr junge Männer darunter. Manche sahen unreif aus wie halbwüchsige Lehrlinge, Bürschchen, die man erst ausbilden musste. Andere hatten kräftige Staturen, präsentierten sich lässig und wirkten, als könnten sie mit rechts eine Mauer hochziehen und mit links wieder einreißen. Einige von ihnen hatten ihr Shirt ausgezogen, achtlos über die Schulter geworfen und zeigten ihre trainierten Körper. Wenn man von Hymania las oder einen Bericht im Fernsehen sah, hatte man in Wirklichkeit noch nicht den geringsten Eindruck bekommen, worum es dabei ging. Es war blanke Theorie. Sah man sich aber das erste Mal dem gegenüber, was Hymania verkaufte, löste das eine dermaßen starke Emotion aus, dass alles, was man vorher gehört und gelesen hatte, bedeutungslos wurde. Im Angesicht der Ware entschied das Herz allein, ob es dieses System akzeptierte oder nicht. Hymania hatte viel versucht, um diesen Moment abzuschwächen, die Emotionen abzufedern und jenen Leuten, die schockiert reagierten, einen Strohhalm zu reichen, an dem sie sich festhalten konnten, bevor sie in Abscheu versanken. Eine Stimme vom hinteren Ende der Gruppe unterbrach Lars. Entschuldigung, aber ich habe das noch nicht so richtig begriffen. Es war ein etwa 19-jähriger Junge in engen Jeans und einem zerschlissenen Kortsakko. Riesenhafte Kopfhörer hingen um seinen Hals und seine schwarzen Haare glänzten fettig im Licht dieses großen Freudentages. Was denn? Fragte Lars ruhig. Was kaufe ich denn hier eigentlich? Menschen? Er sah in die Runde, ob sich noch jemand diese Frage gestellt hatte, aber seine Gruppenkollegen fanden den Einwurf bloß störend.